großen CSDs können dieses Jahr infolge der Corona-Pandemie nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Natürlich steht der Schutz vom Coronavirus an erster Stelle. Doch durch den Wegfall dieser großen Events der queeren Community ist es natürlich auch schwieriger, queere Forderungen auf die Straße zu tragen. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass heute hier in Berlin die Pride-Demonstration stattfindet. Trotz des Schutzschirms sind gerade viele queere Lokalitäten wie Bars und Clubs gefährdet. Viele queere Aktivisten wie DJs und Kunstschaffende stehen gerade existenziell vor dem Aus. Und wenn wir heute demonstrieren, dann tun wir das, um Druck zu machen für deren materielle und existenzielle Absicherung. Ob mit oder ohne Pride-Demonstration, die Linke macht in den Parlamenten Druck für die rechtliche Gleichstellung aller Menschen gegen jegliche Diskriminierung. Und wir setzen uns ein für soziale Garantien für alle Menschen. Wir als Clubs und wir als Clubkommission, als Vertretung der Clubs hier in Berlin fordern, dass die Clubs als Kulturstätten, also als Anlagen kultureller Zwecke anerkannt werden, was natürlich ganz neue Möglichkeiten bietet, ihnen eine Wertschätzung entgegenzubringen. Und zwar allein schon die Tatsache, dass auf die Eintrittspreise, die verlangt werden, dann nur 7 statt 19% Mehrwertsteuer abgeführt werden müssen. Das wäre genau die Wertschätzung, die wir brauchen, um die Clubs und die Clubkultur hier in Berlin zu erhalten und für Gewerbemieten auch dort eine Sicherheit zu schaffen, sodass Kulturbetriebe weiter existieren können. Was wäre diese Stadt ohne die Kultur, die wir gerade so schmerzlich vermissen? Dance with me. Die Corona-Pandemie hat viele Communities stark getroffen, darunter vor allem auch die der SexarbeiterInnen. Es gab zwar viele Unterstützungsprojekte aus der Community selber heraus, allerdings hat es an vielen Ecken an staatlicher Unterstützung gefehlt. Es hätten mehr Gelder in die Community reinfließen müssen, aber auch das Prostitutionsschutzgesetz hätte zumindest für die Phase der Corona-Pandemie, allerdings auch danach, ausgesetzt werden müssen. Ruth, Rat und Tat, offene Initiative lesbischer Frauen, ist eine der ältesten Institutionen in Berlin für lesbische Frauen mit und ohne Behinderung und jeglichen Alters. Wir leben vor allen Dingen von der Begegnung, von dem Miteinander und uns treffen können. Durch Corona ist das jetzt nicht mehr möglich. Deswegen müssen wir gucken, wie wir Online-Angebote stellen, damit wir weiter miteinander im Kontakt sein können. Und wir dürfen und wollen nicht vergessen, dass es viele Frauen gibt, die aufgrund von Erkrankung oder Alter eben jetzt nicht sorglos in Kontakt gehen können. Und deswegen brauchen wir den politischen Willen, damit wir online und offline weiterhin füreinander da sein können. Damit lesbisches Leben und lesbische Kultur in Berlin sichtbar bleibt. Die Situation von queeren Menschen in Polen und in Ungarn ist besorgniserregend. In Ungarn gibt es ein trans- und interfeindliches Gesetz, das Menschen verbietet, den Geschlechtseintrag zu ändern. Und in Polen werden seit einiger Zeit sogenannte LGBT-freie Zonen ausgerufen. Wir als Linke setzen uns auf allen politischen Ebenen dagegen ein. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre EU-Ratspräsidentschaft gut zu nutzen und sich für den Schutz von queeren Menschen in ganz Europa einzusetzen. Der Arbeits- und Lebensalltag vieler Transmenschen ist prekär. Genauso verschiedene Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Noch immer erleben viele Transmenschen Ausgrenzung, Mobbing und sexualisierte Gewalt. Ich wünsche mir eine gleichberechtigte Teilhabe aller Transmenschen in unserer Gesellschaft. Vom Gesetzgeber erwarte ich das Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz vor Diskriminierung und sexualisierter Gewalt. Von allen staatlichen Organen erwarte ich, dass sie diesen Schutz und diese Gleichberechtigung umsetzen. Denn alle Transleben zählen. Keine Community sollte Angst haben müssen, dass ihre Clubs oder Freiräume zugunsten von Büros oder Luxuswohnungen wegrationalisiert werden. Uns kotzt an, dass ein großer Teil der Community nicht zuletzt aufgrund von Diskriminierung finanziell nicht über die Runden kommt. Einige von uns werden kriminalisiert, beispielsweise durch rassistische Polizeigewalt. Und manche landen sogar auf der Straße. Für uns gilt die Devise,
Queere Emanzipation ist sozial oder sie ist keine.